Geht's los? Bleigießen war gestern zu Silvester. Ja, auf heute wird modelliert der Glas. Jawohl, jetzt ist es drauf, ne? Kumpitstein oder wie sagst du, Gleisschotter auf Glas? Das ist Kunst. Wasserstoffflamme. Kann mal jemand noch mal zur Demonstration einfach mit der Hand durchgehen? Okay, da gehen die Haare weg. Ja. Ah, da gehen die Haare weg. Aber das trotzdem. Ist so faszinierend, ne? Jetzt, wenn du den Stab hochhältst, ne? Da fängt sofort da der Hirn auf Feige an. Oh, krass. Oh, jetzt ist er gleich kaputt. 75 Ampere und 12 Volt. Ja. Krass. Kannst du das vorstellen? Ich setze sowas ganz gerne mal in Zusammenhang mit einem Zweitaktmotor. Achso, jetzt mal ein direkter Größenvergleich. Motor und Achim. Da ist der kleine Feine. Eben, ja, das kommt in deinen Videos immer viel riesiger vor. Ja, ich nehme gerne ran. Da habe ich damals auch geschaut. Ja. Der Reaktor. Ja. Das gleiche, das ist mal raus. Ja. So, aus. Schwingen, ne? Ausspringen, ja. Ja, genau. Das ist auch wieder direkt schön leichter Nebel, wenn wir von kondensieren oder so. Ja. Bei Nullpunkt, beim, ich weiß gar nicht, beim oberen OT ist auf jeden Fall schon vom Werk aus über ein Korn. So ein Magnet drauf. Ja. Okay. Ja, der halt immer gegenüber der im OT ist, glaube ich. Über das. Mhm. Na, wenn der Magnet an der richtigen Stelle ist, kann hier die Zündspule dann. Das gibt dann den Zündpunkt. Ja. Mhm. Oh, so niedlich der Motor. Da macht der noch ganz schön Krach, ne? Ja, das kommt immer auf, wie auch die Zündung eingestellt ist. Weil je nachdem, wie man es einstellt, kann man es auch so einstellen, dass die Zündung, dass die Explosion schon vorbei ist, bevor der das Ventil öffnet. Und dann wird es leiser. Ja, dann hörst du so ein Tok, 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 Tok. Aha. Ja, ansonsten so ein Tok, Tok. Ja, das wird den richtigen Wasserstoffmotoren ja angeblich nachgesagt, dass wenn die richtig eingestellt sind, dann so ein viel leiser laufen, viel wie so ein schnurrendes Kätzchen. Ja, wobei, wie gesagt, das letzte Video, das war ja auch sehr laut, was ich selbst gemacht habe. Müssen wir halt mal irgendeine Aufhängung machen, dass das hier unten ein bisschen drehbar ist, ne? Ja, okay, so mache ich es jetzt einfach im Moment so einfach. Achso, locker ein bisschen, dann schiebe ich den da links nach rechts. Ist jetzt natürlich trotzdem nicht so schön. Vor allem, wie gesagt, das geht sehr nah hier ran vorbei. Aber so klingt er doch schon gar nicht mal so schlecht. Ja, das geht aber noch besser. Heftig. Ja, dann kann man, wie gesagt, gleichzeitig noch mit der Gasmenge spielen, beziehungsweise wenn Wassernebel was bringt, das muss, noch, muss ich noch richtig testen alles. Und dann kann man da schon mal ein bisschen was versuchen. Gucken. Tja, will die Zündspule nicht mehr. Ja, aber das ist nicht das erste Mal. Es kann auch sein, ich und jetzt habe ich es mit drauf, weil er läuft. Wechsel der Temperatur mal wieder aus. Ja. Geil. Geil. Machen wir mal den. Richtig schön rund. Ja, wegen der schweren Masse. Also. Wenn ich Folienkondensatoren, die dann in Resonanz mitschwingen sollen. Mit aber dem, so wie der mit den Wicken. Ist es ja. Ein bisschen
Schon mit permanenten Magneten, ne? Ja, genau. Boah, wozu brauchst du dann die Kundis? Wozu brauchst du dann die Kundis? Ja, das ist. Ja, ich muss mal so erklären. Ja, damit er praktisch eine Resonanz mitschwingen kann mit der Frequenz, die halt rauskommt. Aha. Ja, hat der Arzt den Tipp gegeben, dass man das Prinzip da auch anwenden kann bei der Elektronik. Genau, das ist einfach. Der bremst sich selbst so stark ab, der Generator. Deswegen ist das auch nicht wirklich eine Schuld. Morgen 10.18 Uhr. Ja. Schon mehr als vorher. Okay. Nochmal, jetzt muss es gehen. Achso, du hast wieder aufwickeln. Gut. Ich hole mal einen Detektor, von wegen die beiden drin. Aha, klappt. Er lief! Mit der Schwung war es doch, oder? Die Zugkerze kann auch noch ein bisschen anders entscheiden. Ja, wie gesagt, hier drückt er immer ein bisschen Gas raus, jetzt sowieso. Das sieht er sich dann, wenn er anläuft. Mhm. Ah, fast. Er lief mit Generator. Ja, aber es ist wieder gut Temperatur. Mit dem Zündfunk gehörst du in der Küche schon da. Ja, mit dem Ding? Ja. Krass. Hier, Kontakt achter. Was? Hat wieder keinen Zündfunk. Überall blitzt und funkt, tausend Hände. Ah, es qualmt schon wieder. Ja, deswegen erstmal wieder abkühlen lassen ein bisschen. Das ist halt die nötigste Sache bei der Größe, also bei dem Moritz, weil es halt nur ein Luftgekühlter ist eigentlich. Und da ist jetzt ja viel Fläche zum Kühlen, ne? Ja, deswegen, das Schöne ist ja, deswegen kommt der normale Ventilator vor, dann noch nur eine Verlängerung, wo dann halt das Schwung, die Schwungmasse und so weiter und so weiter. Mhm. Das sieht irgendwie lustig aus. Das schon reicht, dass er aufsteigt? Ja, ich muss schon noch bis oben hinfüllen. Also er muss schon hier im Raum nach oben gehen, wenn die Schlauze bringt das nichts. Okay, Kelvin? Wir haben einen großen Lümmel. Nee, der trägt das nicht. Schafft er nicht? Nee. Bist du sicher? Oh. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Aber nicht, dass er platzt. Ja. Nee, dann tu mal abschalten, Achim. Was? Tu mal abschalten. So einen Knall brauche ich nicht, da kommt der Wärme hoch. Nein, nicht, das gibt keine Explosion. Nee? Da platzt einfach nur. Wie hast du mal Luftballon? Ach so, na gut. So. Ah, doch. Ja, doch. Das kommt dann. Das reicht. Da hätte sich ja der Schlauch noch als Gewicht dran. Das reicht. Der Schlauch ist ja schon relativ entspannt, aber der muss ja das Päckchen hochkriegen, was bei Wind und weiß ich nicht alles. Ja, schauen wir mal. Also die gelben Säcke haben sie auf jeden Fall getan. Na komm, ein bisschen noch. Viel nimmer.
Hast du Müllsäcke hier? Nee. Und noch 2-3 Luftballons rundherum machen? Mit Wasserstoff? Ja, okay, dann müssen wir alle, am besten alle drei gleichzeitig füllen, dass es frisch wie möglich, so frisch. Ach so. Na, ich hätte die an der Decke hängen teilweise und dann sind die nach ein paar Stunden sind die so langsam im Raum, mit der Raumluftfall so langsam runtergegangen, so in dem Sinne. Ah, okay, langsam runter. Oder? Ja. Das war's. Du hast kein Feuer. Du hast kein Feuer. Nein. Hoch zum Glück. Okay. Guck, wie viele Explosionen ich draufkrieg. Das war ja keine Explosion. Ex-Implosion. Ja. Wir haben unser UFO, unser erstes UFO. Jawohl. Schön. Okay, jetzt freilassen. Jetzt dann, liebes UFO. Okay, Nummer 2, jawohl. Jo. Wo geht's hin? Na, ja, doch, nach links. Ja. Weil die meisten so im Namen der Wissenschaft in Deutschland zu tun hat. Also das wäre auf jeden Fall sehr fatal, wenn das jetzt... Krass, geht richtig gut los. Die erste freie Energiemaschine ist da, die aus einem Draht Energie zieht. Hier aus dem. Also wir haben jetzt hier ja. Im Grunde, um es mal klar, also natürlich, das heißt freie Energie, ne, von irgendwelchen Sendern oder sonst was, DLAN, alles mögliche wird hier abgestrahlt. Aber ich habe mir mal gedacht, normalerweise machen wir hier immer mit Tesla-Antenne und Dioden und so einem Quatsch rum. Warum bauen wir nicht einfach mal einen Resonator aus einer schönen Spule, Tesla-Spule? Und einem Drehkondensator, ne? Wie man hier sehen. Wir haben jetzt nur ein Draht angeklemmt, das ist nicht mal die Erde. Und es schwingt hier schon, ne? Ich kann jetzt hier mal versuchen, die Frequenz zu ändern. Guck mal. Stell dich ja mal hin. Mal da, ob sich da was ändert. Ja. Ob es vielleicht stärker wird ab einem gewissen Punkt. Scheint ziemlich breitbandig zu sein, dass wir hier reinbekommen. Wobei. Stärker. Ja. Ja? Guck mal. Jetzt geht's besser. Jawohl. So. Das ist so ein verstellbarer Kondi, einfach parallel zu der Spule. Ja. Wenn hier jetzt noch Erde dran kommt. Ach, das ist noch nicht mal geerdet. Nee. Da ist noch gar keine Erde dran. Da ist noch gar keine Erde dran. Hör mal, uff. Ach. Also, so. Und aber jetzt leuchtet auch schon die Aframengo-Pumpe dran, ne? Ja, ja, die leuchtet jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen dunkel machen. Ja, jetzt sieht man es, genau. Ja, die leuchtet. Genau. Schon. Oh, krass. Warum? Und noch keine Erde dran. Nee, noch keine Erde dran. Heftig. Die leuchtet schon. Aber das schwingt ja schon ziemlich stark, also mal schauen. Alter, Achtung. Hier ist nochmal Erde an, ne? Jawohl, Erde ziehen. Ja. So, jetzt rauscht's nochmal. Also, der kleine winzige Re-EMF hier vorn. Dieser da. Der hat ausgereicht. Hat so viel gesendet sozusagen. Ja, die Kabel liegen ja auch noch alle darüber. Ach stimmt, ja, die Kabel, die gingen ja auch noch darüber, übers Stromkabel. Genau, das war praktisch das 50 Hertz Stromkabel, was da hingeführt hat. Alles klar. Also jetzt leuchtet auch keine Aframengo-Pumpe mehr, wa? Moment. Leerträger haben wir da drin. Also doch keine wirkliche freie Energie. Ich schau mal auf. Ja. Komm hier durch das Verlängerungskabel. Mal, die leuchtet jetzt. Ach, leuchtet trotzdem? Die leuchtet jetzt, ja. Stimmt, also es geht trotzdem. Das kam ja dann von dem Joule. Ja, jetzt pass mal auf, Leerträger haben wir damit ja nicht. Da müssten wir jetzt ein Oszilloskop anschließen oder so, dass wir das sehen können. Also geht trotzdem? Geht natürlich trotzdem, richtig. So, warte mal, ich schließe die jetzt hier mal. Theoretisch müsste ich jetzt die quasi hier alles so anschließen, ne? Ich weiß gar nicht genau. Brauchst du noch eine dritte Hand, oder? Nee. Eine Klemme hier.
Probieren wir mal rum. Ne? Um es leichter zu machen, haben wir jetzt ein Re-EMF. Nackig sozusagen, genau, zum Abgleichen. Ach, da hängt ja gar keine Antenne mehr, da liegt das einfach nur hier, ne? Ja, aber das Kabel von dem Ding geht ja... Das ja, na gut. Aber das könnte man jetzt theoretisch auch... Ne? Ja, das ist leider schwächer, aber... Dann musst du dann von da aus noch darüber legen. Na, warte mal, jetzt mach ich mir noch mal den Spaß und hänge es mal an die Dachrinne. Genau. Haben wir schon gefallen. Brauchst du nicht, oder? Da müssen wir... Ich hol mal meinen Schlüssel, da hast du eine schöne helle Lampe dran. Okay. Also, RMF-Charger pulst über das Stromkabel zurück. Aber nur ein paar Meter. Hat Kelvin jetzt ausgemessen. Also an der Kabeltrommel hätte man Induktivität, da kann ich es mal testen. Da muss ja dann richtig rauskommen. Ja. Ja, da ist aber nichts mehr aufgerollt, aber also mehr als ein Verteiler ist das jetzt nicht mehr. Ach so. Aber hier ist auch noch ein bisschen was zu hören. Vom RMF. Guck mal, Thorsten, die LED hier. Jetzt hier einfach mal. Na, die leuchtet schon mal. Ja. Wow. Die geht. Jetzt die leuchtet aber. Jetzt hat sie mal parallel zur Spule. Au, oh, das ist ja schon ordentlich Leistung. Mach mal, ich tu mal ein RMF rausziehen. Mal gucken, wie hell die dann ist. Jetzt, so. jetzt haben wir hier. Ah, krass. Das ist der Effekt, den ich wollte. Kelvin, klasse. Das sieht aus wie ein Herzchen hier drauf. Schön. Oh, sehr schön. Da. Das fetzt. Jetzt. Really Free Energy mit Dachrinne habt ihr jetzt genommen. Genau, Dachrinne. Dachrinne und, warte mal, Erde haben, das ist, Erde haben wir jetzt, glaube ich. Nein, eine Lufterde, meine Heizung. Genau, Heizungserde, ja. Ja. Das. Hoho. Also einfach nur Spule wickeln, Kondi einstellen. Einfach hier Drehkondi, dann können wir es gleich noch abgleichen. Vielleicht kriegen wir es noch heller. Ah. Und hier noch ein bisschen rum. Das ist geil. Jawohl. Das ist doch schon ein bisschen mehr als dieses komische Geklimmel mit der Aframengo-Pumpe. Das sieht man auch von hinten aus. Naja. Schön. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwas hören können, aber wahrscheinlich nur Leerträger. Ja doch. Guck mal. RMF, ja, der ist noch der drin. Ist aus, ach, der ist aus. Ja, der ist aus, RMF ist aus, genau. Okay, jetzt sind wir jetzt auf jeden Fall mit irgendwas auf Resonanz. Jetzt drehen wir am Kondensator. Moment. Jawohl. Ja, da ist er weg. Ja. So heftig. Und hier unten ist irgendwas anderes. Moment. Guck, hier ist ein anderes Signal. Wenn ich den runterdrehe, dass hier stärker wird. Die Energie kommt jetzt irgendwo her, aber ich meine, gut, die Sache ist halt hier, das könnte jetzt auch, wenn es quasi so gar keine Elektronik gäbe, sagen wir es mal so, außer den Aufbau hier auf der Welt, stellen wir uns mal so vor, könnte die ganze Geschichte trotzdem funktionieren, weil wir auch kosmische Strahlung haben, die wir jetzt hiermit prima einfangen können. Juhu, so einfach. Ja. Das ist ja nur das Licht auch nicht, oh, so dass wir jetzt dran sein müssen. Warum ist jetzt aus? Außen? Naja, mehr brauchen wir nicht fürs Video. Es muss doch mal fürs Video gehen. Das war bei mir immer so. Ja, wieso ist es jetzt aus? Das ist richtig oder nicht? Ja, krass. Hä? LED durchgebrannt. Nee. Hä? Ja, das ist schon komisch. Ich glaube nicht, dass sich da was ändert, aber. Welche Funzel an? Die Funzel. Aus? Die ist jetzt gerade angemacht, hat. In dem Moment ging es aus. Nee, das war vorher schon aus, also bevor ich es noch anmachen wollte, ging es aus. Achso, ne? Nee, das tut sich ja auch nichts. Okay, dann das hört sich so an. Also. Haben wir vielleicht ist der Dachrinne abgegangen? Nee. Ah, das wär's. Das ist dann an der Schraube dran, das Ding, das hält. Warte mal. Aber wenn das schon so viel ausmacht, dass die überhaupt gar nicht mehr leuchtet? Ich hoffe mal, dass man den Magnet mit dem Kabel da runterziehen kann und lass mal einen Magnet weniger. Ist bestimmt irgendwas mal abgegangen, oder? Nee? Tja. Ui. Geht's wieder? Hat kurz geblitzt. Ja, ich hab die Kamera gerade eingeschalten. Nein, ist nicht wahr! Alter! Was ist denn? Das ist doch mal. Das gibt's doch nicht! Was geht denn ab? Also, wenn ich die Kamera ausschalte, geht's ja. Das gibt's nicht. Moment. Ich schalte jetzt die Kamera nochmal aus. Und ich schalte dich aus, Kamera, ja? Nee. Ding, ding. Ja, werden so. Es geht wieder nicht. Und noch viele andere Dinge. Also,
Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht hören. Ich muss es einfach, wie gesagt. Ich zieh nochmal den Strom raus. Das letzten zwei Tage von mir. Geht die Heizung wieder an. Also wieder mal nicht reproduzierbar. Hm. Wir dürfen wieder nur mal kurz gucken. Das Mädel war nicht bekannt. Ich habe mich so gefolgt gestern. Das ist unglaublich. Jetzt geht's wieder. Wir wissen nicht warum. Mal geht's nicht. Es ist wie wenn irgendjemand irgendwo was einschaltet. Dann richte die LED mal ein bisschen schöner hin. Geheimnis ist gelüftet. Also gelüftet, ja. Gelüftet. Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, jetzt ist es nämlich wieder angegangen und wir sind mal der Antenne nachgegangen und haben geguckt, was sich dann draußen so ändert, wenn es angeht. Und da haben wir mitbekommen, hier unten drunter ist so ein China-Imbiss und da hat so ein Lüfter. Den hört er jetzt nicht. Hört er den? Na, jedenfalls ist der Lüfter jetzt angegangen. Und der wird wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, ob da die Erde an dem Lüfter dranhängt oder ob die in Null von der Erde oder vom Gehäuse genommen haben, keine Ahnung. Jedenfalls, hier kommt jetzt ein bisschen Energie davon an. Ja. Sehr schön, jetzt wird es aufkaskadiert. Als allererstes mal den Trick erklären, wie man das überhaupt sichtbar macht. Hand weg. Ja. Also, du hast jetzt einfach nur ein Stück Lötzinn genommen. Und das da reingesteckt und dann... Und dann einfach hier ran. Also ihr müsst praktisch die Masse halt extra anklemmen über zum Beispiel den anderen Kanal oder so einen extra Masseanschluss und dann die Erde von dem Oszilloskopkabel einfach nicht benutzen, von dem Tastkopfkabel, sondern stattdessen das quasi brücken, dass das die Erde vom Kabel zum Oszi keinen Kontakt hat, weil das so ein starker Kondensator ist. Ah, und dann sieht man nichts mehr vom... Da kommt da nichts mehr an, sagen wir es mal so. Ah, da sieht man dann kein Signal mehr. Ja. Weil es alles so sehr geklettet wird durch Kabel, dass da nichts mehr ankommt. Ja. Und so schaut jetzt unser Signal aus sozusagen. Das, was wir jetzt hier drauf haben. Man sieht halt ziemlich viel Rauschen, aber halt eindeutig das Signal, das jetzt unsere LEDs hier auf jeden Fall zum Leuchten bringt. Ne? Wo ist der Quantenwirbel? Ja. Quantenwirbel, da ist er. Ja. Quantenwirbel. Juhu. Jetzt auch noch. Leuchten ja auch noch. Ja. LEDs gehen noch, ne? Ach so, antiparallel, genau. Wir haben jetzt zwei, ja. Antiparallel, genau. Aber wir haben ja Wechselspannung. Ne? So. Und definitiv. Hier wäre es die 50 Hertz, oder? Das sind die stinknormalen 50 Hertz, ja. Na gut, da sieht man hier schön, wie es mit aufmoduliert ist, aber gut. Die interessieren uns ja jetzt nicht. Cool ist er. Ja, der Lüfter läuft diesmal ganz schön lang, ne? Ja, schon, ne? Sehr schön. Und zwei Sekunden später, nachdem ich ausgeschalten habe, hat irgendjemand ausgeschalten, den Lüfter. Ja. So. Wir haben noch gesagt, läuft ganz schön lange. Ja. Das war der Fehler. Und jetzt kannst du trotzdem... Ja, das ist jetzt hier irgendwas anderes. Ist hier noch ein... Aber es ändert sich nichts. Also so richtig auf irgendwas resonieren. Kann ich da jetzt... Kann man nur noch rauschen, ohne Quantenwirbel. hier. Jetzt, das hier werden wir... 150 Hertz. Und jetzt gehen wir mal auf das Rauschen quasi. Und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich da dran drehe. Okay, man sieht ja schon mal, na, die Frequenz muss sich jetzt irgendwo ändern von den Spitzen, die man sieht. Aber. Ah, guck mal. Da ist irgendeine Welle. Stimmt, da ist noch eine. Ja. Mal schauen. Da ganz tief drin ist noch eine. Ja. Also vom Grundprinzip funktioniert es auf jeden Fall. Wir fangen hier schon mal irgendeine Welle ein. Cool, das Oszi bedienen und man Eingriff und man dreht und man macht genau das, was man machen will. Ich tue da immer tausendmal rumprobieren. Cool. So. Dann müssen wir wieder warten, bis er den Lüfter einschaltet, wa? Genau. Aber das ist ja letztendlich nicht der Sinn der Sache. Aber nee. Aber irgendwas zum Anschwingen brauchen wir halt trotzdem. Vielleicht zum Anschwingen, ja. Wo jetzt die Leistung, wobei wir haben ja jetzt hier trotzdem schon mal immerhin auch noch mehr drauf. Ne? Das ist ja nicht. Das sieht aus wie früh am Morgen. Nächstes Projekt steht an.
Die Entstörung vom Re-EMF. Ja. Wollen wir mal zeigen, oder? Ja, hier läuft jetzt gerade der kleine Re-EMF. Der kleine Re-EMF. Und der hat hier so, also kein Ferritring eingebaut, sondern so ein Ferritstab. Und die pulsen echt extrem auf den Eingang zurück. Ja, hier hört es schon. Ja, mein gut so im Grunde, dass der jetzt hier stört, ist ja mal weiter nicht schlimm. Ne? Wir haben ja eigentlich keine langen Drähte angeschlossen, die es jetzt irgendwie abstrahlen können. Eigentlich. Wir haben jetzt natürlich, dass wir, wie in dem Fall haben, ne? Dann geht hier die Stromleitung quasi einmal durchs ganze Haus und dann haben wir da, kommen schon ein paar Meter zusammen. Oh. Das geht auch in die Stromleitung zurück. Das Ganze abgestrahlt wird. Ne? Also wir können ja auch noch weiter hintergehen. Ja. Schwächer wird es erstmal nicht und auch unser Tesla-Spulen-Drehkondensator-Resonator hier. Da fängt das auch mit ein. Der kriegt das auch noch mit. Und ja, das haben wir uns gedacht, wenn wir das Ganze entstören, dann geht dabei ja auch nochmal weniger verloren. Ne? Wow, haben wir mal eine kleine Schaltung aufgezeichnet. Muss man die gleich mal zeigen, ne? Im Grunde, ne? Ja, sieht man gut. Hier die Stromquelle, ne? Unsere eigentliche Stromquelle. Dann hier mal der erste Kondensator, der praktisch die Pulse, die hier als in der Rippelspannung drin sind, also wie sich die Versorgungsspannung ändert, weil die ändert sich ja auch im Takt der Hochfrequenz, ne? Um das mal hier möglichst rauszustören. Und dann quasi das wichtige Bauteil dabei, die Spule, die eben durch den induktiven Blindwiderstand die Hochfrequenz nicht passieren lässt. Das heißt, wir müssen da wirklich die Spule so wickeln, dass die Induktivität stimmt, dass eben genau dieser Frequenzbereich, den der Re-EMF macht, da nicht durchkommt. Er kommt dann weder durch die Rippelspannung durch, noch kann er einfach als Antenne da quasi zurückwirken. Und um die Stellen, die quasi die Spule rausfiltert, noch ein bisschen zu glätten, haben wir dann hier noch den 10N-Wi. Kondensator. Also ein 100N-Kondi, ein 10N-Kondi und die Spule auf das abgepasst, was der Last praktisch ist. Also was der Re-EMF praktisch zieht. Auf die Frequenz halt. Ah, okay. Ja. Ach, und die Frequenz kann man ganz leicht mit einem Spektrometer, ne? Mit so einem Saugspektrometer einsetzen. Genau. Also das könnten wir eigentlich auch mal. Das könnten wir nochmal zeigen. Das können wir nochmal zeigen. Klingt noch nicht so richtig. Das sind wir jetzt erst zu leise, oder? Also da macht der. Ah. Na gut, das ist jetzt einfach nur. Ups, Vorsicht. Okay, also der Re-EMF, wenn er jetzt unter Last gegangen ist, da bringt er so nichts. Hier, warte mal. Da sieht man es. Doch, da sieht man es, da tut sich schon was. Ja. Auf alle Fälle. Also so ein Spektrometer-Dingsbums ist einwandfrei. Ja. Kriegt man alles mit raus. Hier wäre jetzt quasi. Muss eigentlich nur den höchsten Punkt suchen. Wäre dann hier ungefähr, ne? Bei 16 Kilohertz? Oder was ist 12 Kilohertz? Na gut, man hat halt hier einmal eine niederfrequente Oszillation, die jetzt wahrscheinlich auch durch Störungen vom Netzteil kommt. Das wäre jetzt praktisch der Ausschlag hier, schätze ich mal, der gemischt ist. Und die tatsächliche HF wäre dann hier. Mhm. Bei so 13 Kilohertz. Um die Dreh rum. Ja. Ja. Da kann man das eigentlich auch gut ausrechnen, welche Spule man da braucht, ne? So, wir basteln das dann irgendwann mal nach und dann gucken wir mal, ob das dann immer noch in die Leitung zurückgeht. Ja. Ja, das ist doch der Re-EMF. Also der tut noch schön strahlen, aber in die Leitung geht nichts mehr zurück. Ja. Geschafft. Und das packt die kleine Schaltung hier von. Oder das Netzteil ist gut entstört. Ja. Ja, da muss man fairerweise dazu auch sagen. Ne? Also wir sind jetzt an einen anderen Eingang rangegangen, als wir original rangegangen hier sind. Schon. Ja, hier ist genau 50 Hertz. Da ist gar nichts mehr, ja. Und hier kommt es dann wieder. Also definitiv vor der Schaltung. Aber wir haben jetzt hier noch eine kleine Änderung gemacht. Wir haben einfach, weil es so schön war, zwischen Minus und, also zwischen Minus von 10N und zwischen Minus von 100N konnte ich auch nochmal hier so einen kleinen Ferrit gemacht. Ja, kann man eigentlich
so weitergeben, weil ich denke, das geht ganz gut. Ne? Würde vielleicht auch ohne den Ferrit gehen. Wie gesagt, haben wir nur genommen, weil wir einen Draht gebraucht haben und da zufällig gerade ein Ferrit drum war. Das ist wahrscheinlich sogar noch besser. Ne? Aber ja, nichts passiert ohne Grund. Ja. Das sieht gut aus. Okay, so kann man RMF auch an der Telefonleitung laufen lassen? Nee, das sagen wir nicht. Okay, alles klar. Bis später. Silvesterbastelei mit Achim zumindest ist erstmal vorbei. Ja, jetzt geht's Richtung Heimat. Schön mit Wasserstoff. Es ist allerdings alles, wie gesagt, so ein bisschen provisorisch. Man sieht. Es reicht. Ja, vor dem Motor noch aus und noch keine Leistung hinter. Ja, die kommt dann, wenn er erstmal warm wird. Also an dir kann es nicht mehr liegen, wenn irgendwas wegen CO2 hier das wärmer stimmt. Wird. Das ist 80% weniger, das ist schon. Ne? Bei mehr Leistung. Bis zum nächsten Mal. Jo, jetzt muss man noch auf Video festhalten, die da Achim nochmal voll dieses Öl rausrauchen lässt. Ja, erstmal Reaktor anschalten. Ja, doch, passt. Ja, genau. Jetzt ist es richtig an. Wie viel Ampere momentan? 6. Das ist noch relativ wenig. So, das war die Batterie. Nee, das war ich.